Hallo zusammen, ich ist wieder Deutschland, schön wieder für euch in Dragonfly unterwegs und heute ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich jetzt mal wieder auf meinem Main und hab mir schon ein paar Sachen rausgesucht, die ich kaufen will. Da gucken wir einmal rein. Ich habe ein wenig Gold schon ausgegeben. Ich habe jetzt hier noch quasi meine Tabelle schon mal angefangen. Einmal habe ich schon 83.000 Gold ausgegeben für Bonus-Rolls. Da denkt der ein oder andere, okay, das ist schon einiges für Bonus-Rolls, aber die Legion, die summieren sich ein bisschen zusammen. Ich bin da aktuell ein bisschen am Temok-Farmen. Da geht es tatsächlich relativ schnell. Ne? Erster Bonus-Roll 1.000, zweiter 2.000, dann 4.000, hast du mit einem Char 7.000 Gold rausgehauen. Und ich bin ja mit vielen gleichzeitig unterwegs, ne, dann summiert sich das. Wobei ich den 4K-Bonus-Roll meistens schon gar nicht mehr kaufe. Ja, also dennoch kriegen wir das relativ schnell gefüllt. Gut, das ist das Erste, was wir jetzt haben. Das wird wahrscheinlich im Laufe des Videos noch ein bisschen mehr werden, weil ich ja zwischendrin immer wieder ein bisschen Temok farmen werde. Was wir jetzt gucken wollen, ich habe hier auf meinem Twink schon ein bisschen Gold rüber gehandelt. Und zwar habe ich hier wieder ein Item gefunden, das ich ganz interessant finde. Wir haben hier nämlich ein Schwert, ehemaliges Removed. Das ist einmal ein Zonendrop aus Dunmorok. Kostet 10k. Das kaufen wir doch. Ich bin aktuell immer am Schauen, dass ich halt ja auf ein paar Servern am Durchloggen bin. Ach, das kann ich sogar direkt mit dem lernen. Wunderbar. Muss ich es gar nicht hin und her basteln. Dass ich quasi immer ein bisschen am Durchloggen bin, jeden Tag mal die ganzen Server abklapper und schaue, was drin ist. Aktuell wird es ja immer ein bisschen weniger, was mir quasi noch in den Zonen fehlt. Ne? Das ist ja hauptsächlich in Classic und in den östlichen Königreichen. Da sind es jetzt noch 16 Items, hier 36. Sind nicht alles diese alten Items, sind noch andere Sachen dabei, wie irgendwie so Questgedönse, die ich mal noch angehen muss, aber überwiegend zumindest und ja, so langsam wird es ein bisschen weniger. Ja, und dann gucken wir, dass wir vielleicht noch das eine oder andere die Tage zusammengekauft kriegen. Als nächstes bin ich jetzt auf Twisting Nether unterwegs und da habe ich ein Schwert gefunden, was ich ganz interessant finde. Das ist hier für 30k drin. Aktuell habe ich immer nur das Zeug bis 10k gekauft, aber das Schwert scheint relativ selten zu sein. Das habe ich mal ein bisschen auf verschiedenen Servern gesucht. Und das kaufen wir uns jetzt einmal für 30. Das müsste ich... Ah, nee, das kann ich mit dem nicht gleich lernen. Es, die haben alle mal unterschiedliche Item-Level. Und die sind leider auf der Seite, wo ich am Vergleichen bin. Ne? Also hier dem Undermine Exchange noch nicht alle drin. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Gut, das traden wir schon mal rüber. Und dann muss ich das dann mit irgendeinem anderen Char lernen, am besten mit meinem Worry. Und das können wir jetzt auch noch in die Liste mit eintragen. Ziehe ich euch die einmal rein. Also, das haben wir uns für 30k gekauft. Und ich kann auch mal gucken, ob das hier drin ist, aber ich glaube nicht. Oh, das habe ich sogar da drin. Okay, dann können wir das schon mal rausschmeißen. Die Liste muss ich jetzt eh mal ein bisschen aussortieren. Da sind, glaube ich, schon einige Sachen drin, die ich mittlerweile habe, ne? Vor allem meine normale Liste, die ich auf dem PC gespeichert habe, ist ja leider weg, dadurch, dass mein PC oder mein alter PC sich ein bisschen verabschiedet hat. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Als nächstes sind wir jetzt auf Outland und da habe ich auch noch ein schickes Item gefunden, was ich mir kaufen will. Und zwar haben wir hier einmal aus dem Gewölbe der Inkarnation einen HC-Zonendrop hier für 40k, was tatsächlich fürs Gewölbe günstig ist. Denn, ja, zum aktuellen Zeitpunkt läuft das anscheinend keiner mehr und die meisten Items kosten 200.000 aufwärts, die man danach finden kann. Und das war jetzt für die Verhältnisse eigentlich relativ günstig. Das muss ich jetzt gucken, das handeln wir einmal rüber und dann werde ich das mal mit meinem Kettenschar quasi einmal anlegen. Das können wir dann auch noch in meine Liste eintragen, beziehungsweise auch austragen, ne? Weil ich hier dementsprechend... Warte mal, können wir gleich mal hier gucken. Also das müsste da drin sein. Das war jetzt aus dem HC, also das kann schon mal raus. Und dann packen wir das hier einmal rein. Das waren jetzt 40k, oder? Nett, dass ich einen Kack erzähle. 40k habe ich mir das, glaube ich, gekauft. Genau. Okay, gut. Dann gucken wir mal weiter. Als nächstes sind wir auf Tyrant's Mill. Und da will ich mir ein Item aus dem Mausoleum kaufen. Und zwar haben wir hier Stoffschultern für knappe 34k. Die würde ich sagen, kaufen wir uns mal. Und da gehen wir mal hier ein bisschen weiter raus. Hier ein Char eben erst erstellt, wisst ihr. Und die können wir dann eventuell nachher auch noch in ein anderes Timbuk umwandeln. Aber das muss ich dann gleich mal gucken. Als allererstes würde ich sagen, trage ich sie einmal ein.
43 haben wir hier. Und dann gucken wir hier nochmal. Die müssten im Normal sein. Ah, seht ihr, dann kann ich das hier auch rauslöschen. Zeile löschen. Also hier in Shadowlands fehlen mir jetzt auch nicht mehr sonderlich viele Items. Gut, das haben wir eingetragen. Dann muss ich die noch rüber traden und dann werden wir die auch mal schon mal wegschicken. Dann können wir nämlich eventuell die noch in den Katalysator reinpacken. Also da muss ich mal gucken, wie das läuft. So, dola, jetzt habe ich das auf meinen Hexer geschickt. Jetzt können wir das einmal hier anlegen. Und jetzt müsste das eigentlich auch noch in den Katalysator reingehen. Mit einem extra T-Mog. Naja, seht ihr, da kann ich mir das Hexer-Set auch noch holen. Das geht mittlerweile auch in dem Anführungszeichen neuen Katalysator. Das ist ganz angenehm. Also das basteln wir auch noch um. Dann haben wir gleich quasi zwei T-Mogs aus einem. Als nächstes haben wir dann noch ein Item auf Alexstrasza, was ich kaufen will. Und zwar hier für 100k. Das ist aus dem aktuellen Raid aus Aberus ein Mythic-Item. Ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeguckt. Die Items aus dem Vault sind, nachdem der Vault zu Ende war, ne, also dass der Raid-Content quasi nicht mehr aktuell war, extrem hochgegangen, weil das keiner mehr gelaufen ist. Ich vermute, jetzt am Ende von dem Aberus-Content sind die Mythic-Teile bzw. allgemein das Zeug noch am günstigsten und werden wahrscheinlich nach dem Raid-Content eher wieder teurer. Deswegen dachte ich mir, bis 100k gucke ich, dass ich die jetzt mal kaufe. Eins, wo habe ich gefunden und da gucken wir mal, dass wir das hier mitnehmen. Okay, es ist 92 Silber drüber, aber da drücken wir mal ein Auge zu, hätte ich gesagt. Das kaufen wir einmal und das sollte ich dann auch nochmal quasi in ein zweites T-Mog umwandeln können, indem ich das in den Katalysator reinpacke. Jetzt traden wir das hier einmal rüber. Main, dann kann ich nämlich das wieder auf den Twink schicken. Und das machen wir jetzt gleich mal. Auf den Schamanen, da habe ich vorher schon mal ein anderes Item noch hingeschickt. Können wir gleich hier schon mal umloggen und das parallel hier eintragen. Also das hat jetzt 100k gekostet. Und das müsste eigentlich hier auch drin sein. Aber das seht ihr, Normal und HC habe ich natürlich schon. Mythisch brauche ich noch. Dann können wir auch das rausschmeißen. Ihr seht, in Aberus fehlt mir gar nicht so viel, weil ich da immer nur die Mythic-Teile brauche. Aber im Vault ist es halt leider doch schon relativ viel, was ich da noch brauche. Aber gut, da gucken wir dann mal weiter. Jetzt bin ich auf dem Shami und da habe ich die zwei Items, die wir jetzt vorhin gekauft haben. Einmal das aus dem Gewölbe und einmal das aus Aberus. Also das ist... Halt, stopp. Ganz wichtig, ich muss die jetzt erst anlegen, dass ich die T-Mog-Sachen kriege. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt, nachdem ich die angelegt habe, kann ich sie in den Katalysator packen, sonst kriege ich nämlich nur einen T-Mog. Also, das kann ich jetzt quasi hier umwandeln. Und das andere ist auch ein Gürtel, oder? Ja, es sind zweimal Gürtel. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich einen T-Mog bekomme. Nee, das habe ich schon. Okay, also da habe ich das T-Mog schon, aber zumindest bei dem Ding. Und das können wir jetzt auch anlegen, denn, ja, da habe ich dementsprechend dann auch nichts Besseres. Zieht mich ein bisschen im Item-Level hoch. Gut, dafür kaufe ich es nicht. Das ist relativ wurscht. Das ging jetzt eher ums T-Mog, dass wir das einmal quasi sammeln können. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Als nächstes sind wir auf Norgannon. Und da dachte ich jetzt gerade schon, ich habe das, ja, den Deal des Jahrtausends. Hier habe ich ein Item. Ebenfalls ein ehemalig Removedes. Hier Holzfäller Wams heißt das. Und das ist auch mit Patch 10.1.7 wieder ins Spiel zurückgekommen. Hier für 44k. Bis ich jetzt aber mit Main umgelockt habe und das Gold rüber getradet, ist das leider schon raus. Jetzt ist es für 27k drin. Ich hätte es gern für 44 geschossen, aber naja, da war ich anscheinend zu langsam. Aber für 27k ist es auch in Ordnung, würde ich sagen. Holen wir das mal raus und traden das direkt mal hier mal Main rüber. Dann können wir es nämlich auch anlegen. Da haben wir das gute Stück. Und ja, dann können wir es auch noch in die Liste eintragen. Also als erstes mal anlegen. Schickes Lederteil. Dann gucken wir doch mal in die Liste rein. Und zwar hat das jetzt 27k gekostet. Und ich habe jetzt mittlerweile meine Liste hier, hier unten bei den removeden Sachen ein bisschen
aufgeräumt, bisschen quasi wieder auf den aktuellen Stand gebracht und dabei schon mal begonnen, hier die Sachen aus Kalendor, beziehungsweise jetzt schon ein paar aus den östlichen Königreichen einzutragen. Ich weiß nicht, ob der auch schon dabei war. Ah, seht ihr, den habe ich auch eingetragen. Können wir den gleich schon mal rausschmeißen. Und dann würde ich sagen, gucken wir weiter. Sudala, als nächstes haben wir auf BlackRock noch ein paar Sachen. Und da bin ich auf den Char gelockt, wo ich einiges gesehen habe. Dem handeln wir jetzt erstmal 150.000 drüber. Damit müssten wir nämlich erstmal ganz gut auskommen. Jetzt schauen wir mal. Und zwar habe ich hier schon mal gescannt. Bis einschließlich 50k habe ich mir überlegt, gehe ich jetzt hoch, dass ich diese removeden Sachen quasi rauskaufe. Blöderweise kann ich die leider nicht auf dem Oribos Express, so wie das heißt, oder Exchange, so rum heißt es, suchen. Da werden die Item-Level nicht angezeigt. Aber ich logge jetzt ein paar Server durch und gucke immer so ein bisschen, habe ein bisschen Preisvergleich betrieben und hier sind die schon halbwegs günstig. Also wir holen uns einmal den Orakelstab für 30k, dann das Zepter für ebenfalls 30, dann die Handschuhe des Weißen Wolfs für, was kostet das, 35 und dann haben wir hier noch einen Helmkopf für 50. Die kaufen wir uns und dann trage ich die gleich mal jetzt hier mit dem Char ein. Sonst komme ich da wieder durcheinander. Zeigt mir das mit den Preisen nämlich nicht vernünftig an. Die sind jetzt alle Item Level 50, ne? Also 30, so rum, nicht 50. Interessant. Also jetzt kopieren wir das mal rüber. Also den Helm haben wir für 50. Und dann muss ich auch gleich mal gucken, ob ich den schon eingetragen habe. Ah, seht ihr? Ich habe den schon eingetragen, den Helm. Ach hä, warte mal. Ist das der Helm aus Uldaman? Interesting. Ah ja, okay. Ah, aber das war nicht eins der Trash-Loot-Sachen, sondern das war ein Item quasi, was da neu eingeführt worden ist. Weil die Uldaman-Sachen, die kosten so sau viel Kohle. Da sind wir mit, da wäre 50k der absolute Schnapper, aber das ist halt keins von diesen Trash-Items, was so ewig selten ist. Naja, jetzt gucken wir mal. Also das haben wir für 35k. Jetzt muss ich auch mal gucken, ob wir das... Ah, das hatte ich auch schon eingetragen. Das können wir dann auch rausschmeißen. Hätte ich mir gestern die ganze Arbeit sparen können, diese ganzen Teile quasi da einzutragen. Ne? Ich habe noch nicht alle drin, aber schon einige. Vor allem, ich muss dann auch immer auf WoW Head wieder den englischen Namen raussuchen und so weiter, wisst ihr? Also das ist ein bisschen nervig. Okay, das haben wir auch. Das können wir hier für 30 hatten wir das, ne? Das Zepter. Und dann haben wir noch hier den Stab und den haben wir ebenfalls für 30 in der Liste. Jetzt kann ich es mal rüberziehen. Ist immer ein bisschen schwierig hin und her, ne? Okay. Den hatte ich noch nicht eingetragen. Okay. Den haben wir jetzt auch drin. Genau. Also das ist jetzt bis jetzt der Überblick. Ja, bei einer 500.000 sind wir schon fast. Mal gucken, was da noch so kommt. Gut. Jetzt wollen wir es natürlich auch einmal rüber traden. Und zwar, da haben wir die. Kann ich, glaube ich, alle auch mit dem Drill tragen, ne? Weil das... alles Lederteile sind, beziehungsweise Stab, Kolben, kann natürlich der Druid auch tragen. Also haben wir das hier und das hier. Und dann ziehen wir natürlich mein richtiges Gear wieder an. Sonst, ja, läuft's blöd und ich muss wieder mit irgendeinem Kack kämpfen. Also ich gucke nochmal, Item-Level passt, haben nichts verkackt. Muss man mal hier das Addon noch umstellen. Es nervt mich, dass da jetzt der Goldbetrag und die Prozente und so. Muss ich mal gucken, da muss ich mir nochmal ein bisschen was anpassen. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir aber weiter. So, ich habe den nächsten Char hier eingeladen. Und zwar muss ich dem jetzt 86.000 Gold rüber traden, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Und hier wollen wir dann auch wieder zwei Sachen kaufen. Ich habe schon mal ein bisschen gescannt. Ach komm, hat das jetzt nicht irgendwie... Komm, ich will handeln, ja... Auch hier handeln, irgendwie klappt das so, na gut. Aber jetzt haben wir es. So, also was haben wir hier? Wir haben auch wieder zwei Items aus 10.1, ne? Hier haben wir einmal was aus Loch Modan, ein Schwert. Und das kostet 36.000. Und dann haben wir hier noch einen Hammer, der kostet knappe 50. Und die beiden kaufen wir uns jetzt mal. Und dann muss man gucken. Ja gut, Schwert, Hammer, die kann ich nicht beide lernen. Jetzt tragen wir es lieber gleich mal ein hier in die Liste. Moment, ich zieh's mal kurz rüber. Dass wir das schon mal weg haben, dass ich die Preise noch quasi direkt dran habe.
Weil wenn ich sie trade, ne, dann stimmen natürlich die TSM-Preise nicht mehr, die angezeigt werden. Das ist immer ein bisschen blöd. Also das Schwert, das haben wir für 36 und den haben wir für 50. Ich glaube, ich muss mir das Addon auch wieder runterladen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, wo man direkt sieht, wie das T-Mog aussieht. Ne? Da hatte ich ein Addon für, bloß bin ich jetzt auf einem neuen PC und da habe ich das tatsächlich jetzt noch nicht wieder draufgeladen. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, welches es genau ist. Gut, dann können wir das eine schon mal hier lernen. Ach so, und wir müssten noch gucken, dass wir die hier austragen. Ah, seht ihr, den Hammer haben wir hier schon drin. Der kann schon mal raus. Und dann muss ich mal schauen, ob das Schwert auch noch schon eingetragen hatte. Ah, super. Die ganzen Sachen, die ich eingetragen habe, die sind quasi in meiner Liste drin. Und die habe ich gekauft. Ja, wohl das Schwert, das hatte ich noch nicht eingetragen. Kann ich mir das schon mal sparen. Gut, das schicke ich dann einmal. Obwohl, oder ich warte noch. Lass es mal im Inventar. Dann kann ich nachher vielleicht, wenn ich noch ein paar Items finde, gemeinsam umloggen. Muss ich natürlich wegen jedem einzeln machen. Machen wir es mal so. So, jetzt bleiben wir doch erstmal noch kurz auf Silbermond, beziehungsweise auf meinem Silbermond-Char. Denn ich habe noch was gesehen, was interessant ist. Was ich mir jetzt eventuell noch kaufen werde. Und zwar habe ich gesehen, hier ist noch das Bollwerk des wahnsinnigen Anhängers drin für 95k. Normalerweise würde ich die Non-Removeden, dass man jetzt in Dungeons und Raids gedroppt bekommt, maximal 50k für ausgeben. Aber ich mache jetzt, glaube ich, für das Ding tatsächlich eine Ausnahme. Hat einfach folgenden Hintergrund. In Nialota, warte, wir können mal gucken, ist das das letzte Item aus Legion? Dann wäre ich in Legion einmal fertig. Das zum einen. Und ich habe es jetzt auch mal nachgeguckt. Diese Items kann man relativ gut nachgucken auf Undermine Exchange. Und das ist tatsächlich aktuell auch das günstigste, was drin ist. Ne? Also hier Silbermond 1 verfügbar für 95.400 und ein paar zerhackte. Ja, ich denke mal, das kaufen wir. Dann ist die Serie nämlich zu Ende mit Nialota. Da bin ich nämlich schon eine Weile dran. Und dann haben wir das zumindest auch schon mal weg. Das ist ein Schild. Traden wir das auch nochmal rüber. Und halt, das muss ich wieder so machen. Nehmen wir an. Und auch das werde ich dann hart auf meinen Volley rüber traden, hätte ich gesagt. Und schon mal weg. Das kann ich dann verkaufen. Das Schild tragen wir jetzt auch ein, beziehungsweise natürlich dann auch aus der Liste einmal aus. Also hier, da haben wir das Schild. Zeile löschen. Dann ist jetzt hier quasi nach Classic Dungeon geht es direkt mit Shadowlands weiter. Dazwischen drin ist quasi nichts mehr, was schon mal ganz gut ist. Und was haben wir gesagt? 95.000. Gut, dann gucken wir mal weiter. Als nächstes sind wir auf Archendorn und da habe ich drei schicke Sachen ins Auge gefasst. Und zwar einmal Rotkamm-Machete und die kostet hier knappe 40. Dann haben wir Tech-Bot-CPU-Hülle, die kostet 49. Und dann haben wir den Bauernbesen, der kostet hier 50 und alle drei heimsen wir uns einmal ein. Dann gucken wir mal, die kann ich, Stab kann ich, Schnär, Schwert, das muss ich dann rüberhandeln. Ah, jetzt wird es danach hat mal Zeit, dass ich quasi umlog. Achso, vielleicht sollte ich es vorher wieder in meine Liste eintragen, sonst weiß ich ja die Preise wieder nicht so ganz. Gut, also dann machen wir jetzt als erstes den Stab für 50k. Auch da muss ich einmal gucken, ob ich den schon eingetragen habe. Nein, hatte ich nicht. Okay. Dann das Schild. Gucken wir mal, ob wir das schon eingetragen haben. Ja, also die ist in Gnome-Regan. Ich kann es euch mal hier jetzt nochmal reinziehen. Dann können wir das auch rauslöschen. Ja, seht ihr, jetzt werden hier die Classic Dungeons schon weniger. Aber gut, das waren halt die zwei neuen Sachen, die ich jetzt gekauft habe aus den anderen. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, drei neue Sachen. Einmal einen Stab aus Dings habe ich schon gekauft aus Dead Mines, meine ich war das, genau. Und das hat jetzt gekostet knappe 40. Und auch hier gucken wir einmal, ob es schon in der Liste drin ist. Nein, das habe ich auch noch nicht eingetragen gehabt. Okay, gut, dann switchen wir das rüber, traden hier einmal. Und dann muss ich schauen, den Stab, den können wir wahrscheinlich gleich mal lernen. Und bei dem anderen muss ich dann ein bisschen aufpassen. Also, können wir direkt lernen. Und die beiden können weg. Und die Sachen, gut, das sind jetzt zwei Schwerter, zwei Schilde. Da muss ich dann quasi gucken, dass ich weiterlogge. Gut, dann gucken wir weiter.
Gut, dann bin ich weitergeloggt auf Tyrant's Mill. Ihr seht, ich kopiere mir das immer hier in den Chat, dass ich checke, auf welchem Server ich bin. Ich klicke in meiner Liste quasi immer eins weiter runter, dann teilweise mit mehreren Accounts parallel, dass es ein bisschen zügiger geht. Muss ich mal nachgucken, okay, was für einen Server habe ich jetzt? UT. Hier wollen wir uns auch wieder ein paar Sachen kaufen. Und zwar, warte mal, jetzt muss ich nur ganz schnell gucken, dass ich die Schwerter nicht verkacke. Nee, das sind zwei andere Schwerter, die ich gekauft habe, ne? Normalerweise lerne ich sie immer gleich, aber ich will jetzt nicht wegen jedem Item einzeln umloggen, deswegen machen wir das jetzt hier gebündelt. Also, wir kaufen uns erstmal hier die Rassel. Die ist von einem Rare aus Marathi-Hochland. Ich habe den mal gecampt ein bisschen. Der hat anscheinend einige Stunden Respawn-Zeit. Ich habe 3-4 Stunden gecampt oder so auf dem zweiten Account und Charlie stehen lassen. Der ist nicht aufgetaucht. Keine Ahnung. Das scheint richtig räudig zu sein, den zu holen. Dann haben wir hier Todmann Spaltbeil. Das kostet 40k. Das kaufen wir uns auch. Und dann Schattenfell Zweihandschwert. Das kaufen wir uns auch für 50. Und was ich mir auch kaufen werde, hier ein Item aus Abaros und zwar im Mythic-Modus. Das ist EU war tatsächlich das günstigste. Hier sind aber auch 24 drin, ne? Und ja, wie ich schon erwähnt hatte, die Geschichte ist, dass aktuell wahrscheinlich die Abaros Mythic-Items gerade den lowsten Punkt haben, sobald der Content zu Ende ist. Werden die zwar nicht mehr wirklich gebraucht, aber dann geht das halt auch keiner mehr, dann werden sie wieder steigen. Deswegen versuche ich die Dinge jetzt für unter 100k zu kaufen und ja, dann tüten wir das Ding auch noch ein. Heißt, das sind jetzt 4 Items. Schauen wir gleich mal, dass wir sie aus meiner Liste rausschmeißen. Und zwar angefangen jetzt mit dem Abaros Mythic Item. Also, das tragen wir jetzt erstmal ein. Das hat mich gekostet 90.000 Gold. Und dann können wir das hier auch gleich mal suchen. Hier haben wir es. Im NHC, HC, LFR habe ich mir schon gekauft. Die waren am Anfang schon relativ günstig. Aber auch das Mythic-Item kann raus. Ziel ist es, dass ich die Abaros-Items rauskriege, bis der Content quasi endet. Ne? Hier die Vault-Items, da habe ich es halt quasi verpennt. Und die sind jetzt alle saumäßig teuer, die Sachen. Da hätte ich es mal lieber gemacht, aber gut, so ist das jetzt. Da machst du nichts. So, dann kommen wir einmal zum Schwert. Und da gucken wir natürlich auch, ob ich das schon einmal in meiner Liste drin habe. Also nein, ich habe es noch nicht eingetragen, so viel dazu. Und das habe ich gekauft für jetzt 50. Dann als nächstes haben wir hier die Axt. Die habe ich gekauft für 40. Und eingetragen, schauen wir mal, ob sie schon drin ist. Nee, die habe ich auch noch nicht eingetragen. Sehr schön, kann ich mir wieder ersparen. Und dann haben wir noch die Rassel. Die war doch vorher gerade grün, oder irre ich mich? 100% war das ein grünes Item. Keine Ahnung, warum das jetzt weiß ist. Die hatte ich schon eingetragen. Dann schmeißen wir die raus. Weile löschen. Und für wie viel hatte ich die jetzt gekauft? Für 34. Okay. Gut. Dann traden wir das alles wieder rüber. Haben wir den Spaß. 1, 2, 3, 4. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, was kann ich schon anlegen. Also den Streitkolben können wir schon mal anlegen. Und ja gut, die Axt, die Schwerter, das muss ich alles dann auf einen anderen Char schicken. Ich würde sagen, das mache ich jetzt gleich mal, sonst wird es jetzt langsam zu unübersichtlich. Und ich kaufe mir dann bloß irgendwas noch 2-3 Mal doppelt. Das macht keinen Sinn. So, dann habe ich einmal geswitcht hier auf meinen Worry. Und dann können wir jetzt die ganzen Sachen mal lernen. So, also wir haben einmal das Schwert. Ein Schild. Noch ein Schild. Schwert, Schwert und die Axt. Dann sind wir da auch tutti komplett durch. Wir können mal kurz drüber gucken, wie das Zeug aussieht. Ja gut, das Hack, die Hacke sieht gar nicht so schlecht aus. Halt, nee, das ist das Schwert, was ich normalerweise anhab. Okay. Das Schild. Das Schild mit einem riesen Auge. Das ist so ein Classic Basic Schild, das ist jetzt nichts Tolles. 0815 Schwert. Relativ lang ist, das sieht ganz cool aus. Und das ist auch, ja, relativ basic. Gut, es geht ja nicht ums Aussehen, mir zumindest, sondern um die T-Mox, die Vorlagen zu haben. Gut, das haben wir alles weg. Und dann logge ich noch weiter auf meinen Priester, dass wir einmal dementsprechend die Dings lernen können. Dieses Stoff-T-Mox, beziehungsweise dann können wir es vielleicht auch noch upgraden. So, ich habe das Teil schon einmal rausgenommen. Halt, hier ist es. Ganz wichtig, einmal anlegen. Und jetzt kommt das in den Katalysator.
Dann gibt es nämlich dann noch ein zweites T-Mog, ne? Einmal das normale vom Item und dann kann ich mir dementsprechend auch noch das T-Mog holen, was es vom Set gibt. Auch Handgelenke kann man ja in das Set auch quasi aussehen, einmal umwandeln. Juti, dann würde ich sagen, guck mal weiter. Als nächstes sind wir dann auf Draenor und hier habe ich auch wieder zwei, vielleicht sogar drei Items, die ich interessant finde. Einmal haben wir Schwert des Nachthimmels, auch wieder eins von den 10-1-7 Items. Das kaufen wir uns für knappe 26k. Dann haben wir Todmanns Dolch. Ich meine, vorher hat man Todmanns Schwert, jetzt ist das der Dolch davon. Den kaufen wir uns auch. Und ja, dann will ich mir das Ding noch kaufen. Das kostet genau 100k. Das ist ein Item aus dem Mausoleum der ersten Normal. Ein Kettenteil. Ich habe geguckt, das ist EU-weit das günstigste. Und den Bereich will ich jetzt langsam auch mal fertig kriegen. Dementsprechend holen wir uns das Teil auch noch. Dann würde ich sagen, tragen wir das alles mit ein. Wir haben die Millionen jetzt, glaube ich, schon erreicht, bevor ich die Items gekauft habe. Dann sind wir jetzt ein bisschen drüber, aber ja, dann muss ich mal gucken, ob da irgendwo was rumliegt, was wirklich ein super Schnapper ist. Aber sonst hätte ich sogar gesagt, dass wir es dann damit schon bewenden lassen können. Okay, das war jetzt, glaube ich, das Normal-Item. Heißt, das kann einmal raus. Dann brauche ich jetzt hier noch das HC. Ihr seht im Grab, nee, was ist das nicht Grab mal, wie heißt der Laden? Ja, beim Jailer halt in dem Ding, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ist ja auch wurscht. Drei Items brauche ich hier aus Shadowlands noch, ne? Dann hat sich das auch bald erledigt. Naja, mal gucken. Ist, Sepulchre of the First One, so rum war das. Manchmal habe ich so ein bisschen Hänger, ich sag's euch. Gut, dann schauen wir mal, ob die Dings drin ist. Tut man Ding. Das habe ich noch nicht eingetragen, okay. Das haben wir uns jetzt für 45 gekauft. Und dann das letzte, das Schwert hier. Das habe ich mir gekauft für, ja, aufgerundet 26. Gut, schauen wir mal, ob ich das schon in meiner Liste drinstehen habe. Jo, das hatte ich in der Liste drinstehen, kann ich euch wieder rüberziehen. Und das können wir dann einmal rausschmeißen. Gut, dann traden wir einmal. Also haben wir es. 1, 2, 3. Den Dolch müsste ich lernen können. Die anderen Sachen muss ich dann wieder ein wenig rumschicken. Also. Dolch. Warum habe ich das jetzt nicht als gelernt bekommen? Ah, ich habe davon gehört. Okay. Interesting. Das ist quasi ein Item, das komischerweise nicht seelengebunden wird, wenn man es anlegt. Heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt das Item manuell irgendwo refreshen, vielleicht aus einloggen, dass es im All Those Things gezählt wird. Oder vielleicht beim Verkaufen. Das könnte vielleicht auch sein. Manchmal klappt das, wenn man Sachen verkauft. Warte mal, jetzt probieren wir es erstmal so, wenn ich es verkaufe. Ah, wenn ich es verkaufe, wurde es meiner Sammlung hinzugefügt. Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt gehen wir auch nochmal sicher. Wo war das drin? Er ist die königreiche Tirisfall. Da ist ja relativ viel drin. Tirisfall. Also hier ist es anscheinend jetzt raus. Zonenbeute, da war es, glaube ich, drin. Okay, also man muss es anscheinend verkaufen. Ich war jetzt kurz irritiert, ne? Aber es scheint zu funktionieren. Gut, okay. Dann schicken wir das hier dann auch noch weg. Auf meinem Schamanen, hätte ich gesagt. Und das Schwert, das schicken wir auf den Worry. Gucken wir mal, was wir da noch so mit anfangen können. Mit dem Schamanen, das ist ja auch wieder was, was ich in den Katalysator packen kann. Heißt, eventuell können wir da auch noch mal ein zweites Thema holen. So, dann bin ich einmal auf dem Schamanen. Hier können wir den Kopf schon mal lernen. Und dann müsste der auch hier in den Katalysator reinpassen, oder? Ja, seht ihr, dann kriege ich noch irgendeinen Tee, keine Ahnung wie viel. Also das ist halt aus dem Mausoleum, ne? Gut. Da auch wieder ein zweites T-Mog. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir das richtige Teil wieder anlegen. Und dann können wir weiterschauen. Gut, dann sind wir auf dem letzten Server. Und zwar sind wir jetzt auf Twisting Nether. Kleiner mal nachgeguckt. Und hier habe ich ein Item, was ich noch gar nicht so auf dem Schirm habe oder hatte. Und zwar das hier, Arachna Flammentreter. Und das ist aus Firelands, aber aus Timewalker Firelands. Das können wir uns jetzt mal einmal kaufen.
Und sehe, das wird ein bisschen falsch angezeigt. Also es ist nicht Item Level 60, sondern Item Level 415. Und das kannst du auch upgraden. Es ist halt eine andere ID als die normalen Firelands-Sachen. Dementsprechend habe ich es mir jetzt mal geholt. Kriegt halt jetzt nur während dem Time Walker in Cataclysm. Hat jetzt 60.000 gekostet. Hab geguckt, EU-weit ist das auch das günstigste. Und damit sollen wir es auch bewenden lassen jetzt an Items. Das tragen wir jetzt noch einmal ein, also 60.000. Und ihr seht, schlussendlich, diesmal haben wir auch gar nicht so viele Sachen gekauft, aber sie waren auch zum Teil ein bisschen teurer, muss ich gestehen, sind wir bei 1.243.000, doch einiges, also ein bisschen über 1 Million. Und ja, damit sind wir einmal durch, haben wieder einiges von der Liste quasi abgearbeitet. Und achso, wir können aber jetzt noch kurz einmal wo reingucken. Und zwar, wie viele Sachen mir jetzt noch quasi von den 10.1.7 Items fehlen. Das war ja hauptsächlich das, was ich jetzt eben quasi aufgemacht habe. Wo haben wir es? Hier drin. Also in Kalendor fehlen jetzt noch 15, wobei da zwei Sachen dabei sind, die quasi nicht mit 10.1.7 dazugekommen sind. Das ist so ein Quest-Item und das ist noch ein Händler-Item, die beiden. Und in den östlichen Königreichen sind es noch 24 und da sind auch noch zwei falsche 50er quasi dabei. Einmal einen Flugpunkt, muss ich mal gucken, in Unterstadt, wie ich den am besten bekomme, der scheint ein bisschen zu buggen. Und das andere, was war da noch dabei? Ich glaube, östliche Pestländer, ja genau, auch wieder so ein Quest-Item für ein DK, da muss ich auch nochmal schauen. Genau, das wären die zwei Sachen, heißt, dann wären es halt hier 13 und hier wären es 22, ne, also bisschen über 30 brauche ich dann noch, aber es wird langsam weniger. Gut, dann soll es das gewesen sein mit dem kleinen Waste-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.